Herzlich willkommen hier im Weinladen von Oberli und Öchsli. Die, die mich noch nicht kennen, ich bin Nando Oberli und habe im Jahr 2019 hier im Rafzenfeld das noch kleine, aber feine Weingut gegründet. Dieses Jahr, am 1. Mai, hat Oberli und Öchsli das erste Mal am Tag der offenen Weinkeller mitmachen. Und wie ihr ja alle wisst, ist das jetzt ins Wasser gefallen. Ich möchte euch aber auf keinen Fall meine neuen Weine vorenthalten und darum sehen wir uns jetzt auf diesem Weg und probieren zusammen meine neuen Weine. Der erste Wein, den ich mit euch zusammen degustieren will, ist der Riesling Silvaner. Das ist ja die meist angebaute weisse Traubensorte in der Deutschschweiz. Und darum glaube ich, werdet ihr alle auch schon genau eine Vorstellung haben, wie der für euch schmecken soll. Für mich ist eines der wichtigsten Aromen, die unbedingt in jeder Riesling Silvaner gehört, das Muskat. Jetzt verrate ich euch mein Geheimnis, was man machen muss, damit man das auch wirklich jedes Jahr in Wein reinbringt. Das ist ja so, wenn die Trauben im Herbst schon schön gel sind, wunderbar aussehen, müsst ihr noch ein paar Tage warten, bis ihr das schöne goldbraune Päckli habt, dort, wo die Sonne den Trauben anscheint. Und sobald ihr die habt, dann gibt es Muskat im Wein. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir das Muskat in diesem Glas findet. Ich habe es gefunden. Und ihr? Der zweite Wein, den ich euch heute vorstellen will, ist eine neue Kreation, die wir jetzt im 19. das erste Mal gemacht haben. Und das ist ein Rosé aus 100% Pinot Noir. Ich habe ein bisschen den Ansporn gehabt. Wir sind im Sommer viel am Rhein und irgendwo mit Freunden. Und ich habe immer meinen Riesling Silvaner mitgebracht. Jetzt, wenn aber meine guten Kollegen einen rechten Hörnli-Salat machen, dann geht der Riesling Silvaner ein bisschen unterneben dran. Und das war das Ziel. Jetzt haben wir einen Wein, den wir im Sommer mitnehmen können, an einem Grillfest oder einfach einen schönen Apero mit Freunden, wo aber zu einer Speise, die noch ein bisschen Pepette passt und aber trotzdem euch noch erfrischen mag. Das probieren wir noch mal zusammen. Ich bin sehr zufrieden. Ich freue mich schon auf den nächsten Sommergrill-Apero. Jetzt möchte ich euch noch kurz erklären, wie das überhaupt zu so einer schönen Rosé-Farbe kommt. Wenn ihr eine rote Traube einmeischt und sie nachher aber nicht an den Maischen vergärt, wie man das mit normaler Rotwein macht, sondern die Maischen abpresst, wie jetzt vor der Riesling Silvaner zum Beispiel, dann bekommt man so eine schöne Rosefarbe, den leichten Gerbstoff, die reife Frucht, aber gleich noch die Frische von einer schönen Weisse. Der dritte Wein, der dritte und letzte für heute, den ich euch noch möchte vorstellen möchte, ist eine weitere neue Kreation aus dem 19. Und das ist ein Blanc de Noir. Das ist 100% Pinot und jetzt achtet euch mal auf die Farbe, also Pinot Noir, eine rote Traube, wie ein Weisswein. Jetzt, bevor ich aber weiter erzähle, nehmen wir mal schnell einen Schluck. Für mich faszinierend, wie es aus einem Pinot Noir, einer roten Traube, so in ein Glas hineinbringen. Ich erkläre euch, wie das geht. Wenn man aus dieser roten Traube nicht wie beim Riesling und nicht wie beim Rosé eine Maische macht und die abpresst, sondern die Traube direkt abpresst. Und so kann man noch feiner, noch schonender pressen, dass man noch weniger Farbstoff, noch weniger Bitterstoff rausnimmt. Und dann kommt man zu so einem schönen Blanc de Noir. Dann am Schluss, das habt ihr sicher auch schon geschmeckt beim Probieren, haben wir noch ein bisschen gärig, ein bisschen früher abgestoppt. So, dass alle Fans von der etwas lieblicheren Wein jetzt bei Oberli und Öchsli auch das Produkt finden. So, wir sind leider schon wieder fertig mit unserer Online-Degustation. Jetzt ist es aber so, Oberli und Öchsli macht ja nicht nur 3 Weine, wir machen dann noch mehr Wein. Und wenn ihr die noch probieren wollt, dann sehr gerne. Wir sind immer am Samstag
hier der Untergasse 6 in Eglisau. Für euch hier haben alle Weine offen. Die könnt ihr probieren. Selbstverständlich erst wieder, wenn unsere kleine Krisensituation vorbei ist. Ich wünsche euch noch viel Spass mit der Weinregion Eglisau und allen neuen Weinen, die ihr jetzt hier kennenlernen dürfen. Und bleibt gesund und ein kräftiges zum Wohl.